Servus und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht es ja schon im Hintergrund oder der ein oder andere hat es ja auch schon bei dem Hebebühnenvideo gesehen. Wir haben hier eine richtig schöne Maschine oder eine auch der ältesten Maschinen, die hier in der Werkstatt sind. Das ist eine Horix S5 aus dem Baujahr 1934. Ja, was kann ich euch zu der Maschine sagen? Die stand in den letzten Jahren, stand die in der Sammlung und soll jetzt wieder reaktiviert werden. Das heißt, die bekommt neue Reifen. Es werden ein paar Dinge instand gesetzt und natürlich werden auch alle Flüssigkeiten gewechselt und. Also eine komplette Durchsicht, bisschen aufbereiten. Und ja, Ziel ist es, die Maschine wieder auf die Straße zu bringen. Und wir schauen die uns jetzt nochmal im Detail ein bisschen an. Und am Schluss gibt es dann auch noch so ein richtig schönes Detailvideo. Ja, neumodisch heißt das ja, so ein Carporn oder Motorradporn. Ja, los geht's. Ja, wir machen mal eine kleine Rundumsicht von dem Motorrad. Und zwar ist das wirklich in einem absoluten Traumzustand. Das ist nur durch die lange Standzeit etwas staubig und ein bisschen dreckig geworden. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil hier steckt nämlich richtig Potenzial unter dem ganzen Schmutz. Ich habe hier schon mal angefangen, um zu schauen, was man da aus dem Lack noch alles rausholen kann. Ja, die Maschine ist mal neu lackiert worden. Und das müsste ungefähr so in den 90ern gewesen sein. Aber genaue Recherchen werde ich da jetzt noch einholen, dass wir da auf jeden Fall aussagekräftigere Daten haben. Ja, ansonsten ist auch unter dem Chromtank hier noch richtig was zu holen. Hier habe ich schon mal angefangen. Hier ist nur ein bisschen Schmutz drauf. Also hier steckt auf jeden Fall richtig Potenzial noch darunter. Der Sattel muss aufbereitet werden, mal mit einer richtig guten Lederpflege werden wir da rangehen und ja, wie gesagt, den Lack aufbereiten. Es sind auch so gut wie keine Fehlteile an dem Motorrad vorhanden und wir müssen nur ein paar Kleinigkeiten in Stand setzen und vielleicht das ein oder andere Teil neu fertigen. Ja, und dann denke ich, kann die Maschine mit relativ wenig Aufwand auch wieder auf die Straße gebracht werden. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Instandsetzungs- und Aufbereitungsarbeiten, weil da sieht man dann wirklich ein richtig gutes Ergebnis und die Maschine wird auch richtig schön am Ende. Ich werde euch dann natürlich immer dazu ein kurzes Video drehen, dass ihr da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt. Und ja, jetzt gibt es wie versprochen noch ein paar schöne Detailaufnahmen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und drin. Ciao!